Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich hier zurück zu The Elder Scrolls Online. Im letzten Part sind wir hier nach Adlerstrand gereist mit der Zuckerkralle und haben da Rasumdar wieder getroffen. Der gute Mann braucht hier unsere Hilfe, weil wir kein Soldat sind und somit uns ein bisschen freier mit den Bürgern unterhalten können. Und nun müssen wir wieder mit ihm schnackseln. Moin. Da seht ihr, ihr passt dazu und niemand wird euch hindern zu gehen. Aber wie dieser sagte, hier gibt es Chancen für diejenigen, die aus dem Himmel fallen. Ich lausche. Ealsil ist von seinem neuesten Spielzeug überaus beeindruckt. Aber die Untoten sind für alle auf Kenatis Rast eine Bedrohung. Falls ihr wollt, könntet ihr den Tempel der trauernden Quellen durchsuchen. Findet heraus, wie ihr die Toten dort einsperren könnt. Dann sollten auch die Einheimischen sehen, dass wir als Verbündete hier sind und nicht als Eroberer. In Ordnung, noch etwas? Karinit hat euch erzählt, wie der Orkan die Flotte an der Küste von Kenartis Rast geschleudert hat. Jetzt fallen Seewipern über unsere gestrandeten Schiffe her wie die Aasgeier. Merkwürdig, ja? Ihr könntet euch an der Küste umsehen, wie die Kommandantin es gesagt hat. Beweist euch gegenüber den Soldaten. Wo geht ihr hin? Oh, in Mistral am nördlichen Ende der Insel wartet weitaus weniger glanzvolle Arbeit. Treffen wir uns dort, sobald ihr entschieden habt, was ihr tun möchtet. Bis dahin mögen helle Monde eure Schritte leiten. Oh, danke, ne? So. Okay, dann müssen wir gucken. Wir gucken jetzt gerade mal noch nach einem Shop oder sowas. Ich muss Zeug loswerden und mich reparieren. Das ist das Nette. Hallo? Viele neue Gesichter, viele neue Kunden, ja? Das Geschäft wird für Duhar bald gut laufen. Ja, ich hoffe doch, Jung. Ich würde jetzt auch sofort was mit dir machen. Da winkt schon jemand. Hallo. Willkommen am Adlerstrand. Obwohl, normalerweise sind hier nicht alle auf dieser Weise durch einen Sturm gestrandet. Was habt ihr anzubieten, Händlerin? Dietriche, Schlückchen des Lebens. Oh, ganz schön teuer, das Schlückchen des Lebens, ne? Was können wir mal verkaufen? Den Bogen können wir verkaufen, das Ding können wir verbauen. Das Großschild brauchen wir auch nicht und die Fessel nicht mehr. Hier holen unseren Sandalen auch nicht und das ist auch Schrott, das können wir nicht verkaufen. Sonst noch irgendein Schrott? Materialien kommen in die Bank, das schmeißen wir nicht weg. Gut, aber du hast keine Schwerter oder sowas. Ach, Moment, warte, reparieren wollte ich noch. Willkommen am Adlerstrand. Obwohl, normalerweise. Man kann bei allen Leuten reparieren, das ist eigentlich ganz gut. Durch einen Sturm gestrandet. Ich weiß, so, gibt's hier irgendwo auch irgendwie, ich komme gerade auf die Map. Okay, die ist so richtig aussagekräftig. Ich schau mal, ob es hier noch irgendwas mit Waffen gibt, aber das sieht momentan erstmal nicht danach aus, als würde hier irgendjemand Waffen verkaufen. Hallo? Ich warte, bis es mehr Platz unter den Verwundeten gibt. Meine Wunde ist nicht so schlimm wie einige andere, die ich gesehen habe. Ja, ich bin nur auf den Kopf gefallen. Bei mir läuft das, ne? Kann ich euch was zu trinken klauen hier? Wupp, braucht ihr nicht, ne? Ihr seid eh verwundet, ihr trinkt doch sowieso nichts. Moin. Nasimar hat sich auf so ein Ereignis vorbereitet, aber es gibt mehr Verwundete als erwartet. Schlaf ist jetzt am besten für sie. Okidoki. So. Idee-Lor. Ich kann euch im Moment nicht helfen, außer ihr habt wirklich schlimme Schmerzen. Ich muss mich um zu viele Patienten kümmern. Nee, mir geht das ganz gut, ne? Bisschen Kopfschmerzen. Oh, wow, war da eine Truhe? Nee, ich dachte schon. Gut, würde ich sagen, untersucht den Tempel der trauernden Quelle, untersucht die zerrütteten Untiefen. Jetzt gucken wir mal, welches Level das ist. Das ist Level 4, das passt. Da kriegen wir hin, da kriegen wir nicht so toll auf die Fresse. So, ich gehe gerade mal nochmal hier rein. Das sieht irgendwie komisch aus. Es regnet. Hier drin. Macht ihr gerade sauber hier oder was? Habt ihr euch so ein kleines Gewitter beschworen, um den Boden zu wischen? Das ist natürlich schon irgendwie cool. Grüße. Ist gut für die Schuppen, ne? Kann man feuchte Schuppen. Hallo. Ich klaue euch mal ein bisschen Schweinefleisch, ne? Kommandantin Karinit bittet um Geduld. Sie hat leicht reden, während meine Männer immer noch da draußen sind. Je länger wir warten, umso weniger kommen zurück. Mhm. Hat man euch gefesselt? Das ist hier Waterboarding oder was wird das? Ah ne, du putzt tatsächlich. Seid gegrüßt. Moin. Ihr habt doch Waffen hier. Kann ich mir hier nicht was leihen? Ihr kriegt das auch wieder, aber ich hätte gern Zweihand, weil wir müssten langsam tatsächlich mal irgendwie einen Waffenskill skillen. Denn uns geht die Magie zu schnell aus. Wir haben noch nicht genug Magie. Weitere Ablenkung. Können wir aber eigentlich jetzt auch schon machen, ne? Machen wir Einhand mit Schild. So den Durchstoß, den kann man eigentlich immer gebrauchen.
Gib mir mal den packe ich dann dahin und den dahin. Ne, den dahin und den dahin. So, passt schon. Das ist bestimmt nicht verkehrt, das zu können. So, den anderen heben wir uns aber für zwei Hand auf. So, jetzt müssen wir einen Weg hier rausfinden. Da hinten ist das große Tor, nehmen wir das. Was ist eigentlich hier? Was war das? Achso, nur ein gefällter Baum. Alles klar. Oh. Moin. Und raus geht das. Schauen wir uns mal um. So. Journal. Nee, Map. Wir müssen zunächst einmal... Haben wir wieder keine Questmarker? Ach, wunderbar. Das ist wieder das gleiche, was auch schon in der Beta das Problem war. Der Questmarker ist einfach nicht da, wo er hingehört. Der ist, fummelt einfach irgendwo rum. Wir sind dann einfach losgelaufen und irgendwann appearte der plötzlich. So werden wir es wieder machen. Also ignorieren wir einfach die Questmarker und weiter geht's. Kommt also, ihr nicht seht, näher. Was ist denn los mit dir? Hört auf meine Worte. Ihr gefährdet mehr als euer Leben, solltet ihr euch nähern. Was seid ihr? Ein törichter Geist. Mein Ehrgeiz hat mich tief sinken lassen. Doch ich werde nicht erlauben, dass es anderen ebenso ergeht. Das Buch vor euch trägt einen schrecklichen Fluch, genau wie zwei weitere. Ihr könnt doch hören, wie es nach euch ruft, oder? Ah, das ist der Bild-Zeitungs-Quest wieder, ne? Nein, ich höre nur euch. Aber wie nur? Seid ihr stark genug, um ihrem Ruf zu widerstehen? Könnt ihr sie zum Schrein bringen und beenden, was mir nicht gelang? Hört auf meine Worte. Das verbotene Wissen in diesen Büchern ist nicht für diese Welt bestimmt. Sie müssen vernichtet werden. Das sag ich zur Bildzeitung auch mal, ne? Sagt mir, was ich tun muss. Der Fluch, der auf jedem der Folianten liegt, ist dazu gedacht, dem Reich des Vergessens Seelen zuzuführen. Doch wenn es einem gelingt, sich ihrem Ruf zu widersetzen, kann man die Folianten sammeln und sie zum Schrein bringen, um sie dort zu vernichten. Wo ist dieser Schrein? An den Ufern von Kenartis Rast, jenseits der Stadt Mistral. Er wird von einer immerwährenden Flamme erhellt. Solltet ihr alle Folianten sammeln, bringt sie unverzüglich zum Schrein. Für wie stark ihr euch auch halten mögt, fürchte ich, dass die Folianten noch stärker sind. Lebt wohl. Alles klar, dann nehmen wir mal das erste Buch. Das Meisterwerk des Induktors. Wie viele Seiten sind das denn? Ich glaube, das müssen wir auch lesen. Ne? Wie viele Aufzeichnungen der Aileiden ist auch ein Großteil der Texte von Eldhal, dem Herbeirufer, unleserlich und nicht mehr zu retten. Ich habe die intakten Teile nach bestem Wissen übersetzt, aber bei einigen unklaren Begriffen musste ich auf die Bedeutung schließen. Ehrlich gesagt bin ich erleichtert, dass der Rest unleserlich ist. Das Original mit seinen grotesken und beunruhigenden Diagrammen werde ich zur Aufbewahrung zurückschicken. Ich bete, dass mir bald schon erlaubt wird, diesen Ort hier zu verlassen. Geschmeidigkeit seines Materials, so lebendig und meinen Werkzeugen so unterworfen, das war ein Versuchsobjekt, das ich nach dem Erreichen des ultimativen Zwecks seiner Gestalt sehnte. Eine Vision der Form und der Methode überkam mich unmittelbar und ich brachte die Gestalt zum Schweigen. Ich nahm ihr Sicht und Sprache und stellte sie in den Arbeitsraum. Ich befahl den Dienern, in der Nähe zu bleiben und Zeugen eines perfekten Beispiels zu werden. Und dann begann ich die Widmungsrituale. Und ich sang zu ihm und summte und flüsterte. Der Käfig seines Herzens stimmte mir bei und öffnete sich ohne zu splittern, ohne zu zerbrechen. Der Rhythmus des Lebens hielt nicht inne. Ich ließ mir zarte Silberketten bringen. In jedes Glied schrieb ich die hunderte Worte für Glückseligkeit und ich umwickelte Käfig und Korpus vollständig, um so in optimaler Weise das Organ bei der Arbeit zu zeigen. Welch Freude! Es ist, als ob Blutvergnügen über mein Werk gewacht und meine Bewegungen gelenkt hat. Eine neue Inspiration überkam mich und leidenschaftlich griff ich nach den Sichtkugeln zwischen den Geräten. Ich segnete ihn mit Welkünflügeln. Umsichtig gefertigt und zu großen Kosten erstanden. Ich erweiterte seine Blutbahnen, ein zartes Netz im Schein des Lichts, 8 Sterne für seine Krone, 8 Rubine zu seinen Füßen. Die gespreizte Vorderarme greifen nach Arterius. Er wurde Realität, als ich ihm seinen Namen gab. Die erlöste Botschafter-Bestie. Okay, klingt creepy. Endlich! Dieses Buch ist mehr als seinen Preis wert.
Was? Was ist das? Ein Portal. Wartet, ich wollte doch nur etwas Schönes erschaffen. Ja, das ist auch ganz hübsch. So ein bisschen Tentakel. Da rennt es auch weg. Tschüss. Ein bisschen Tentakelmäßig. Pfui, Deivel. Gut, wir gehen weiter. Moin. Er konnte sich auch dem, Quest nicht widerstehen. Was ist das denn für ein Quest? Muss ich gleich mal gucken. So, was haben wir hier? Olgus. Hallo, Olgus. Ihr wollt reden? Sprecht mit Ranabi. Und was macht ihr denn hier? Dinge reparieren, sie verbessern. Mich um Ungeziefer kümmern, das zu viele Fragen stellt. Wie kümmern? Das hängt ganz von dem Ungeziefer ab. Kleine Schädlinge werden weggewedelt wie die Fliegen. Manches Ungeziefer ist größer als anderes. Das stelle ich dann Veri vor. Veri? Meine erste Frau. Sie starb auf See. Kein Leichnam. Nichts zu begraben. Ihr Sarg wurde nicht gebraucht. Ich trage ihn mit mir herum. Macht jemand Ärger? Dann verbringt er eine Nacht mit Veri. Danach macht kaum noch jemand Probleme. Ah, ich verstehe. Dann verstehen wir uns. Es tut mir leid um eure Frau. Leid? Veri hatte die Zunge einer sechsköpfigen Schlange. Glaubt mir, es ist besser so. Nun schimpft sie nur noch mit denen, die Ärger machen. Dann lebt mal wohl. Was für eine traurige und auch komische Geschichte. So, sonst noch jemand hier? Du bist Ranabi. Gefällt euch etwas? Das Meer bringt in letzter Zeit seltsame Früchte hervor. Ihr habt all dies am Strand gefunden? Manches davon. Manches hat Ranabi den toten Männern im Sand von Alikir abgenommen. Anderes stammt direkt aus den Palästen von Düne. Alikir? Eine große Wüste im Nordwesten von Tamriel, wo Echsen schwimmen wie Fische im Meer. Wo die Toten unter der sengenden Sonne verrotten und niemand es wagt, sie zu begraben. Werden sie sich eines Tages selbst begraben? Das fragt sich Ranabi. Und Düne? Die Heimat der großen Bibliotheken von Elsweyr, wo Geheimnisse verstreut liegen, wie Edelsteine im Sand. Was habt ihr anzubieten, Händlerin? Habt ihr Waffen? Nee, keine Waffen. Okay, ich brauche Waffen. Ich muss Zweihand endlich kriegen. Oh, ein Schaf. Mal sehen. Putz! Coole Sache. Das geht also immer noch. So, wo sind wir hier? Wo müssen wir lang? Zum Gruße. Hallo. Seid gegrüßt. Ich grüße dich auch. Oh, hier unten ist irgendwas los. Da kann hier keine 5 Meter gehen, ne? Ohne Quest. Also das haben sie schön, dieses Feeling von Elder Scrolls. Ich werde nicht von eurer Seite weichen. Ach, den kennen wir ja auch noch. Das ist der... Vater verbrannte im Feuer. Mein Bruder wird vermisst. Serendar, habt Gnade. Was ist hier geschehen? Unsere Mondzuckerlager haben Feuer gefangen. Vater wollte unsere Lebensgrundlage retten. Er ist hineingelaufen und... Die Verbrennungen waren nicht sehr schlimm. Aber der süße Rauch hat seine Lungen ruiniert. Ohne mächtige Medizin wird er den Tag nicht überstehen. Gibt es etwas, das ich tun Vater könnte? Vater hat unser Alchemistenwerkzeug zu retten versucht. Wenn es das Feuer überstanden hat, könnte ich es gegen Medizin eintauschen. Bitte, das ist das Einzige, was ich tun kann, um meinen Vater am Leben zu halten. Diese fleht euch an, die Werkzeuge aus unseren Lagerhäusern zu retten. Ich werde alle Werkzeuge finden, die das Feuer überstanden Bitte, haben. Kehrt schnell mit dem Werkzeug zurück. Wenn ich es nicht gegen Medizin eintauschen kann, wird der Vater von dieser sterben. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Was für Pflanzen baut ihr denn hier ihr an? Ihr kennt Mondzucker, ja? Das Mondzuckerrohr gedeiht auf diesen Inseln sehr gut. Sehr gut. Da die Khajiit ein Volk von Schleckermäulern sind, können sie gar nicht genug davon auf ihr Essen streuen. Wozu brauchen Bauern Alchemistenwerkzeug? Wir müssen unsere Schulden begleichen. Wie sollen wir mit den Erzeugnissen unserer Nachbarn auf dem Markt mithalten, wenn sie mehr Land besitzen als wir? Wir müssen uns der Alchemie bedienen, um bessere Pflanzen zu züchten, ja? Aha. Habt ihr bessere Pflanzen gezüchtet? Ja. Unsere Pflanzen wurden dieses Jahr viel größer. Nicht, dass das jetzt noch etwas zählen würde. Ihr hattet erwähnt, euer Bruder wäre verschwunden. Ja. Sabanma hat das Gemüt eines Orkans. Nach einem großen Streit mit dieser ist er davongestürmt und hat uns mit zu wenig Tatzen zurückgelassen. Vater musste seine Reise nach Mistral absagen und jetzt ist er... Ich verstehe, ich werde mich da mal drauf und dran machen, ne?
Leb wohl. Hier hinten leuchtet schon wieder irgendwas. Tagebuch von Saban Ma. Jetzt ist alles anders auf den Plantagen. Es kommen keine Schuldeneintreiber mehr und Schwesterherz kauft immer das teuerste Fleisch. Woher kommt dieses Geld nur? Die Ernte dieses Jahr war grauenhaft. Wir haben letzten Monat kaum 10 Ladungen zusammengebracht. Warum verschwindet Schwesterherz immer wieder? Manchmal ist sie stundenlang weg und tut dann so, als wäre nichts gewesen. Vater sagt nichts. Das gefällt mir alles gar nicht. Okay. Gibt's hier oben noch irgendwas? Mal gerade gucken. Hier kann man nur schlafen. Noch mehr Schweinefleisch. Ich weiß nicht, wie viele Tonnen an Schweinefleisch und altem Fleisch ich schon mit mir rumtrage. Kann ich diese Ratte kaputt machen? Holy shit, tatsächlich. Da sind bestimmt nur Gewürme drin. Nee, Innereien. Hm, lecker. Sack, durchsuchen. Altes Fleisch. Okay, wir gucken uns dann mal um, auf dass wir die Geräte finden. Sprecht mit Kurin, findet dieses Gefolge, bergt das Alchemistenwerkzeug, ja. Moin, kann ich die auch kaputt hauen? Nee, das geht nicht. Das wäre auch böse gewesen. So. Das klang tatsächlich sehr Ritterrüstungsmäßig, aber so wirklich Ritterrüstung haben wir doch noch gar nicht an. Die Fleckenmuschelplantage entdeckt. Na, mal los, so. Rang 2 bei Durchstoßen erreicht. Wir haben noch nicht mal benutzt das Ding. Hallo? Ich habe euch noch nie auf dieser Insel gesehen. Was im Namen des Talmor wollt ihr hier? Ich hatte nicht vor, auf diese Insel zu kommen. Das stimmt nicht. Wir sind bewusst hierher gefahren. Ah, der Schiffbruch. Das war der schlimmste Orkan, den ich seit Jahrzehnten gesehen habe. Wenn ihr diese Plantage durchqueren wollt, solltet ihr auf der Hut sein. Letzte Nacht haben ein paar Gebäude gebrannt. In der Regel bleiben die Skever unter sich, aber zurzeit zeigen sie sich richtig wild. Ich werde vorsichtig sein. Ich sollte mich wieder um unsere Untersuchung kümmern. Wenn ihr etwas Verdächtiges seht, dann müsst ihr uns das mitteilen. Feuer beginnen nicht von allein. Wer ist der Talmor? Die Regierung des Dominions. Ich bin Offizier. Mit dem Auftrag, den Frieden zu wahren. Sie haben uns schon vor Wochen auf Kenartis Rast geschickt. Inspektor Tarma hat das Kommando. Er ist auf der Plantage der lachenden Monde in Richtung Inselmitte. Einer der Bauern von der Plantage wurde bei dem Brand verletzt. Ich habe ihn auf dem Weg hierher gesehen. Wir haben seiner Tochter ein paar medizinische Vorräte gegeben, aber es sieht schlecht aus. Lebt wohl. Seid gegrüßt. Ich grüße dich auch. So, wollen wir mal gucken, ob da noch irgendwas überlebt hat. Ein Frosch. Da ist ein Skiver. Auf geht's. Können wir auch mal durchstoßen benutzen hier. Batz! Zack. Sind die auch schon Level 4, die Dinger, ey. Unglaublich. Also man kann in diesem Spiel durch bloßes Monsterkloppen nicht wirklich leveln, ne? Das ist halt das Problem, wenn man dann mal wirklich zu schwach ist. Oh, jetzt sind auch noch zwei hier. Wenn man dann mal wirklich zu schwach ist, dann wird's schwierig. Wahrscheinlich muss man dann in irgendwelche Dungeons oder so mit Gruppen ziehen und da Erfahrungspunkte kriegen, dann durch wirklich bloßes Monster kloppen. Das dauert ewig. Das ist halt auch nicht dafür vorgesehen, dass man hier ewiglich grindet. Und das ist auch ganz gut so. Denn das macht, wenn man ehrlich ist, nie Spaß. Ja? So, hier ist ja nicht mehr viel los, ne? Geschmolzenes Glas überzieht die Werkbank, aber ihr findet nichts Brauchbares. Alles klar, dann gehen wir mal weiter. Hat ja ganz gut gewütet hier, ne? Also nicht mehr viel übrig. Wie sieht das hier aus? Oh ja, schwelende Alchemiewerkzeuge. Das Feuer hat die alchemistischen Gegenstände in diesem Lagerhaus vollständig zerstört. Na gut, da geht aber auch nichts. Skiver! Die mache ich kaputt. Also der ist ganz gut eigentlich jetzt. Zack, zack. Da geht ganz gut was mit der Nummer 2. Also unseren zweiten Skill, diese komische Himmelslanze. Die macht ordentlich Damage. Kann man mit arbeiten. So, oh, ist das schon wieder so weit? Gibt's doch nicht. Jo, ihr hört es, ne? Der Hahn, der kräht. Das heißt, dass der Part schon wieder rum ist. Dann stelle ich mich mal hier gerade auf die Treppe. Hier so davor. Und würde dann sagen, dann machen wir mal hier mal wieder einen Break, ne? Ich bedanke mich dann soweit bei euch wieder mal fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn euch das gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback dürft ihr natürlich wie immer gerne unter das Video posten. Und ansonsten geht's dann im nächsten Part weiter. Und wir gucken mal, ob wir da oben noch Alchemistenwerkzeug finden. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.